Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und ich war am Wochenende in Salzburg beim Biertasting.club Event und es hat während meiner Abwesenheit der Postmann hier geklingelt und hat dieses Paket vorbeigebracht. Ich weiß schon, woher es kommt. Es steht nämlich ganz groß One Pint oben drauf. Den Lieferschein schaue ich mir nicht an, weil ich will mir den Spaß und auch euch nicht verderben. Aber One Pint ja in Deutschland eine der Quellen, wenn es um internationale Bierspezialitäten geht. Und schauen wir mal, was da zu mir gekommen ist. Es ist ja ein riesen Paket. Und da werden wir noch mal gucken, was da, wie gesagt, den Weg zu mir gefunden hat. Erstmal jede Menge Verpackungsmaterial. So, da ist da was drin. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin, aber jetzt geht's los. Puh, das wird ein längeres Video heute. Ich tue das mal nebendran, weil sonst ist hier tatsächlich kein Platz. Also. Oh, hier macht es mir nicht leicht. Aber ich glaube, das lohnt sich. Weil die Flasche erkenne ich. Und das ist das Bavarian Dry Hop Lager vom Braukunstkeller. Es kommt mir leider wieder fürchterlich bekannt vor, diese Flasche. Und vom Design her, von der Farbe her, vom Namen her. Das habe ich irgendwo schon mal gehört bei einer anderen Brauerei. Und ich will jetzt gar nicht anfangen zu fragen, wer früher da war. Ich habe da nämlich schon so meine Befürchtungen. Dafür kommt jetzt etwas sehr, 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 sehr Geiles. Und das Bier kenne ich schon. Das ist das Otra Vez, das kennt ihr auch. Aber was ihr nicht wisst, die haben das mit Limette und Agave gemacht. Letztes Mal war es mit Grapefrucht und Kaktus, glaube ich. Und ich habe das bei Sierra Nevada vom Fass getrunken. Und dieses Bier ist schlicht und ergreifend eine Sensation. Es wird jetzt möglicherweise die Herrschaften von One Pint ein bisschen enttäuschen, dass ich das Bier kenne. Aber es freut mich, dass ich es habe, weil dann kann ich es mit euch am Kanal probieren. Das gab es nämlich bei Sierra Nevada im Tasting Room. Für mich nur vom Fass, aber es gab keine Dosen dafür. Offensichtlich, vielleicht habe ich genug gejammert. Ich gesagt, das müsste man mal machen. Gold Cliff IPA von Kona Brewing, ein Bier aus Hawaii. Und was haben wir denn da? 7,2 Volumenprozent Alkohol. Ich schwöre euch, das wird halt lang. So. Kona Brewing, ja auch eine der, naja, ich muss sagen, ein bisschen Ikonen der amerikanischen Craft Beer Szene. Ikonen schon allein deshalb, weil der Name so fürchterlich bekannt ist. Ha! Schoppenbräu, No Juice, das freut mich sehr, sehr, sehr. Die Biere aus Wien, alkoholfreies Pale Ale, das passt perfekt in meine Liste mit den alkoholfreien Bieren, die ich gerne mal machen wollte. Und ich habe ja letzte Woche schon eins gehabt. Und da, wie gesagt, kommt das Bier vom Thorsten Schoppe ja richtig gut. Ja, das ist immer das Risiko, wenn man nicht weiß, was einen in dem Paket erwartet. Und ich will jetzt auch nicht zu viel rumschnippeln, dass die Etiketten nicht leiden. So, Schoppenbräu Berlin Brüt Pale Ale, der Shampoos der Straße. Also es geht weiter mit Thorsten seinen Bieren. Brüt Pale Ale ja auch ein Bier, was ich gestern am Kanal hatte. Und die schießen ja im Augenblick wie Schwammerl aus dem Boden. Und da gibt es, das habe ich mir sagen lassen, gibt es mittlerweile zwei grundlegend verschiedene Methoden. Die einen machen es mit Enzymen, die anderen, boah, jetzt tut mir so gut gerade, das wisst ihr ja gar nicht. Die einen machen es mit einfach einer hochvergärenden Hefe. Bier aus Polen, One Pint hat sich offensichtlich erbarmt und importiert Ale Browar Rowing Jack India Pale Ale. Sehr, 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 sehr geil. Also, das Tolle ist, ich kenne wie gesagt ein paar Biere, habe sie aber nie gehabt, um sie hier am Kanal zu verkosten. Und allein mein Polish Beer Friday braucht ja mal wieder Stoff. Und da habt ihr mir gerade unbewusst sehr dabei geholfen. Ich hoffe, man hört mich überhaupt noch. Hier kommt wieder was aus dem Himburgs Braukunstkeller. Der Herr Axolotl, Berliner Weiße Style with Raspberries. Das ist nämlich ein
Elbrovar und Braukunstkeller Collab. Also auch etwas, was man beim Polish Friday, Beer Friday durchaus mal genießen kann. Wir sind noch lange nicht durch und wir, also Halbzeit, weiß ich nicht. Da ist noch einiges am Start. Das hier schaut ja für mich nach Anchor Brewing aus. Aber ein Bier, das mir jetzt vom Namen nichts sagt. Go West IPA, doch, kenne ich. Go West IPA von Anchor Brewing, 6,7 Volumenprozent. Aus einer der ältesten Craft-Bier-Brauereien in den USA. Viele sagen ja, dass dort tatsächlich der Fritz Maytag, als er die Anchor-Brauerei vor dem Ruin gerettet hat, die waren ja richtig am Boden, dass er dort nochmal richtig eine Wiege quasi der Craft-Bier-Bewegung geschaffen hat. Und bis heute übrigens auch hat. Leider, auch die Anchor Brewing Company ein Opfer dieser Übernahmewelle geworden, haben viele nicht glauben können und es ist tatsächlich passiert. Was haben wir hier? Bigger is better. Na, wie heißt die Brauerei? Poppels Brewery, das Double IPA und das kommt irgendwo aus Skandinavien. Ich hoffe, man verzeiht mir, wenn ich nicht weiß, wo die Poppels Brewery daheim ist. Aber 80 Bittereinheiten, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Starköl. So, weiter im Text. Ihr merkt schon, es sind keine Wiederholungen dabei. Auch das übrigens an diejenigen, die mir Bier schicken. Ich habe viele Freunde, die sich darüber freuen, aber mir ist manchmal ganz froh, wenn ihr mir nur eine Flasche schickt. Hertels Braumanufaktur, Opas Liebling. Der Mann, der gerade beim perfekten Dinner unterwegs ist, der David Hertel. Und der hat seinen Opas Liebling geschickt. Auch sehr schön. Ein ziemlich freakiger Typ, der David, hat mit Günther Thömmes zusammen sein English Burton Ale wieder eingebraut. Damit hat er mir einen großen Gefallen getan. Raging Bitch von Flying Dog, Belgian Style IPA, auch noch nicht am Kanal gewesen, aber auch ein Bier, das man durchaus kennt. Aber das macht es nicht weniger gut. Das ist ein richtig cooles Zeug. Und in der nächsten Flasche gehen wir aber wieder nach Großbritannien. Man hat wirklich alles dran gesetzt, dass die Flaschen hier überleben. Bier zu verschicken ist ja ein eigenes Thema für sich. Könnte ich auch drei Videos zu machen. Als ich 2013 mein Buch geschrieben habe, haben mir viele Brauereien Biere zugeschickt. Und ich habe sehr schnell gelernt, wie man Bier nicht verschickt. Weil dann gibt es ein ziemlich stinkendes, aufgeweichtes Paket, das man beim Postboten abholen kann. Ich hoffe, ihr hört das nicht so laut, wie es hier jetzt gerade bei mir ist. Und ihr hört noch mich. Aber hier gibt es ein Dry Hopped Lager von Fuller's and Friends. Das ist in Collab mit Fuller's und Four Pure Brewing Company. Dry Hopped Lager 4,8 Volumenprozent. Also auch eher etwas, was auf der leichten Seite zu Hause ist. Ich entschuldige mich jetzt schon bei den Brauereien, die ich jetzt anfange zu verdecken. Aber es ist nicht mehr Platz auf meinem kleinen Tisch hier. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es doch drüben an meinem großen Tisch gemacht. Jetzt kommt auch noch eine große Flasche dazu. Und zwar von Samuel Smith, das Yorkshire Stingo Aged Oak in Ale Casks. Sehr, sehr geiles Bier und das hat sicher, genau, das hat 8 Volumenprozent und ist natürlich auch eine herrlich große Flasche. Samuel Smith, auch eine der Brauereien, die man für ihr Chocolate Stout kennt. So auch ich. Und mit dem nächsten Bier gehen wir nach Holland in eine Kirche. Und dann klingelt es bei den meisten schon. Jopen! Und wenn ich das richtig weiß, genau. Das ist ein Collaboration Brew und den werde ich euch morgen vorstellen. Verspreche ich euch jetzt schon. Das ist nämlich ein richtig geiles Bier. Das Smash Weizen. Und zwar ist es eine Kollaboration mit Brewage. Und das ist, wenn ich mich jetzt nicht richtig erinnere, genau, 100% Weizenmalz. Und das ist ja dann tatsächlich etwas, was dem Brauer dann durchaus mal Kopfschmerzen bereitet. Wir gehen in die letzte Runde. Oh, herrlich. Ich habe mit einem freundlichen Herrn aus Berlin neulich mal ein bisschen Mailkontakt bei Facebook gehabt, weil ich mir gewünscht habe, dass ich seine Biere mal verkosten kann.
Und OnePint macht es jetzt möglich. Also offensichtlich ist die Schneeeule und in dem Fall die Inge, meine Mutter wird es freuen, die heißt nämlich Inge mit Vornamen, Ginger Ale nach Berliner weiße Art und 3 Volumenprozent Alkohol, also eine richtig schöne, leichte Berliner weiße. Ja, das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Flaschen. Ich sage ganz, ganz lieben Dank an OnePint, die mir diese Biere zur Verfügung gestellt haben. Ihr werdet sie in den nächsten Tagen hier am Kanal sehen. Und wie gesagt, es sind ein paar echte Schätzchen dabei. Ich möchte gerne dieses Bier, das Otraves, darüber freue ich mich fast am meisten. Naja, das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Nein, weil dann ist ja das da, Alexander Himburgs Biere, El Brovar, Thorsten Schoppe Biere, Kona freue ich mich. Es sind einfach wirklich geile Sachen dabei. Und wie gesagt, für Stoff in den nächsten Tagen ist bei ProbierTV gesorgt. Bleibt mir stets gewogen. Freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und einschalten nicht vergessen. Morgen gibt's das hier. Das Wheat Impact Smash Weizen, 100% Weizenbier aus dem Hause Jopen zusammen mit BrewAge. Ich sage danke fürs Zuschauen nochmal und wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers!